Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test auf diesem Kanal und heute geht's um Super Dodgeball Beats. Es ist ein Beats-Spiel, also ein Rhythmusspiel, wie man vielleicht schon denkt, und es geht um Völkerball, was im Englischen Dodgeball heißt. Ja, und wir schauen einfach mal ins Game rein. Ja, es ist aufgebaut wie so ein Anime, das finde ich schon mal ganz geil. Ja, oh, der Spiel ist so toll, oh, Lesen ist so kacke. Ach, Musik kann nur draußen sein, ach, das wäre doch jetzt was, Schule ist so langweilig. Boah, boah, boah. Oh mein Gott, who are you? Are you unser Teacher? Was geht hier ab? Ja, wollt ihr Dodgeball spielen? Oh ja, Dodgeball! Dodgeball spielen ist das Allergeilste! Aber was machst du denn? Wieso fesselst du uns? Oh mein Gott, er schleift uns aus der Schule raus! Wo führst du uns hin? Und was macht dieser Hund da hinten? Und was sind das für Dinger, die du da in die Luft schmeißt? Wieso tust du das? Okay, wir sind ready und verwandeln uns in das Super Dodgeball Team Dizziators Conadus Schulladus. Und das hier ist der mysteriöse Dodgeball Katzball. Ach nee, das war nur mein Kopf. Okay, lass uns Dodgeball spielen. Tolles Intro. Sehr schön. Wieso tanzt der Typ da unten so komisch rum? Ist okay. So, damit sind wir im Spiel drin. Stillgestanden, Grünschnäbel. Ihr seid eine Schande für Dodgeball, aber ich werde euch zu lebenden Legenden machen. Das ist ein Dodgeballfeld, der Ort, an dem ihr für Ruhm und Ehre kämpfen werdet. Seht ihr die Balken da oben? Ist der Ball in diesen Balken auf eurer Seite des Feldes? Wenn der Song endet, habt ihr das Match gewonnen. Ist aber auf deiner Seite, habt ihr natürlich verloren und in der Mitte ist unentschieden. Gleich kommt Beats und die müsst ihr im richtigen Moment treffen. Jo, jawohl, Sir. Das machen wir. Habt ihr gemerkt, dass ihr in derselben Formation wie die vier Tasten auf dem Controller positioniert seid? Ja, das ist richtig. Dann muss ich die wohl einfach im richtigen Moment drücken. Ja, Ring kommt und dann muss ich drücken. Alles klar, das ist einfach ein Beatspiel. Was soll da schon Schweres sein? Okay, ich drück die untere Taste. Passt schon. Danke, kleiner Wuffi-Knuffi. Damn, perfekt. Ich bin der Beste. Woo! Das ist ein cooler Song. Woo! Geil, also der Fettsack kann richtig gut Dodgeball spielen anscheinend. Oh, jetzt kommt die linke Seite. Oh, das ist bestimmt die Sportskanone hier. Und, oh, der kann das ja genauso gut. Und das Mädel auch. Und unser Lehrer, der gar nicht mehr unser Lehrer ist, der uns einfach mitgeschleppt hat, der kann es auch richtig gut. Das ist der Richtungsbeat. Ihr müsst den linken Stick mit dem richtigen Timing in die entsprechende Richtung bewegen. Hat der Kreis das andere Ende erreicht, dann seid ihr toll. Alles klar, schaffe ich auch. Klingt jetzt nicht so schwer. Aber cool, dass es auch mehrere Beats-Richtungen gibt. Nee, rechts meine ich natürlich. Das war zu früh. Und loslassen. Zu spät. Links. Zu spät? Loslassen. Wieso denn zu spät? Das war ja wohl super geil. Hallo, das war voll der Beat. Ich habe den Beat im Blut. Das ist die letzte Art Beat, die ihr kennen müsst. Der gefürchtete lange Beat. Solange der äußere Ring sich füllt, muss die Taste gedrückt gehalten werden. Okay, und dann wieder loslassen. Klingt auch. Soweit eigentlich ganz easy. Aber obwohl wir zu früh waren, ist unser Rekord unten rechts nicht runtergegangen. Perfekt. Also die kann ich ganz gut hier. Oh, verpasst. Kaum sage ich das, verkacke ich den natürlich. Wieder zu spät. Hä? Perfekt. Ah! Verpasst? Junge, wann muss ich denn das drücken? Warum denn immer zu spät? Okay, das ist schwer. Perfekt. Zu spät. Okay, man muss ein bisschen früher loslassen, als man denkt. Verstanden. Und okay, da haben wir noch irgendeine Special-Anzeige. Die Power-Up-Leiste. Wenn die voll ist, dann könnt ihr ein Power-Up spielen. Das macht er wahrscheinlich... Oh, macht er nicht automatisch. Mit einer Trigger-Taste. Alles klar, habe ich verstanden. Danke, kleiner Hund. Power-Up. Okay. Super Katzenkopf-Attack. Kira, greif an. Ah ja, und dann sieht der Gegner halt in seinem Spielfeld erstmal nichts. Da wobbelt dann so ein Katzenkopf rum. Okay, cool. Für Dodgeball. Ja. Okay, also bisher wirkt das Spiel aber auf jeden Fall... Oh, ganz nett. Es geht schon los. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. Zu spät. Perfekt. Perfekt. Und festhalten. Und festhalten. Dieses Spiel ist schwer. Wieso ist das so? Ich glaube, ich muss den Offbeat mal anpassen. Unten nach oben und dann loslassen. Und von oben nach unten und da auch wieder loslassen. Okay, das war das Testmatch. Ich glaube, mein Offbeat, also mein... Ihr wisst, was ich meine, ne? Nur ein F. Ja, ja, ganz klar. Weil ich vier schlechte habe. Max Combo 11. Was ist das für ein Dude da in der Mitte? Was? Was? Was machst du da mit deinem Finger? Hä? Hä? Was willst du von mir? Ich bin der beste Dodgeball-Profi aller Zeiten. Blödkopf. Das ist schon wieder, über dieser Opa. Oh, es gibt eine Liga-Tabelle. Wir sind in der Neulingsliga, aber guck mal, wie krass wir aussehen. Ich finde cool, dass das alles so einen Anime-Stil hat. So, die Sigma-Nerds-Club sind einfach auf Platz 1. Und wo sind wir? Wie heißen wir denn? Ich glaube, ach, wir sind sogar der Sigma-Nerds-Club.
Okay, cool. Coole Namen. Auf jeden Fall coole Ideen bisher in diesem Spiel. Ganeke! Ah, unser Maskottchen. Okay, bisher haben wir nur ein Maskottchen, aber es gibt anscheinend noch mehrere Maskottchen. Nett. Sigma Nerds Club. Komm, so unser erstes richtiges Match hier. Oh mein Gott, der Rapper-Roboter. Oh, aber in so einer coolen Arcade-Halle. Das ist ja cool. What's in the Shell heißt das Lied. Von 1970, Leute. Dodgeball, Dodgeball, Dodgeball Beats. Das sind die Dodgeball, Dodgeball, Dodgeball Beats. Und jetzt komm ich. Ich kann auch was. Ich werf dich ab. Und dann bist du tot. Und ich bin der Dicke. Und ich bin die Frau. Aber ich bin der Dicke. Was macht der bloß mit uns? Lasst ihn uns besiegen zusammen. Wir sind ein gutes Team. Oh nee, ich fang schon wieder an zu singen hier. Und meine Mutter kommt hier und guckt mich an. Ich glaube, die denkt jetzt, ich bin verrückt. Ach, ich kann hier meine Attacke einsetzen. So, oh nein, ich habe einen verpasst. Okay, das ist ja ein bisschen unnötig, das bei den KI-Gegnern hier zu machen. Okay, ich bin der Coole und ich bin die Katze. Und wenn der Coole angreift, dann bist du tot. Ich weiß noch nicht, ob ich hier jetzt so lange reden soll. Weil zum einen muss man sich konzentrieren. Oh Gott, weil das halt ein Musikspiel ist und man im Beat bleiben muss. Und wenn man währenddessen noch labern soll, ist das ein bisschen komisch. Wir können ja auch mal unser Power-Up einsetzen. Das ist voll komisch. Ach ja. Aber irgendwie catcht mich das immer so, da muss ich mitsingen. Nein, wir können ja mal ein paar Infos raushauen, da das so ein letzter Test ist. Das Spiel kostet bei Steam zum Beispiel 13,50 €. Ich weiß, dass es das auch für die Switch gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das auch für die PS4 gibt und auch für die Xbox wahrscheinlich dann. Was ist denn eigentlich die aktuelle Xbox? Eine Xbox One wahrscheinlich, ne? Oh, damn it. Ich sehe nichts. Ein Glück machen die Leute auch so eine Power-Up-Attacke hier. So, ich muss mich aufladen, wenn zum Super Saiyan. Dann sieht man daran wenigstens, ob die bald dran sind oder nicht. Ja, 13,50 € allerdings gerade 10%, glaube ich, runtergesetzt. Das heißt, man kriegt das für 12,15 € gerade bei Steam. Hat 18 Lieder drin, habe ich mich informiert. Und ich glaube aber, da kommen noch ein paar Updates. Also so, wie ich das hier gerade sehe. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Apropos sehen und so. Also so, wie ich das einschätze, sind die Entwickler sehr daran interessiert, dieses Game noch ein bisschen zu updaten. Also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht noch ein paar mehr Lieder kommen. Oder mehr Maskottchen oder sowas. Wäre ja ganz geil. Übrigens, ich feiere diesen Schiedsrichter da in der Mitte, ne? Der ist schon cool drauf, muss ich sagen. Ein B. Alter, wir haben irgendwas bekommen und Errungenschaft auch und alles mögliche hier. Neues Power-Up, ein Donut. Werft Donuts auf deinen Gegner. Durch den Zuckerrausch sieht er die kommenden Beats nicht. Okay, ist das nicht genauso wie das, was wir jetzt schon hatten, diese Katze? Man wird sehen. Okay, also das erste Lied war schon mal ganz schön. Ich würde halt gerne nochmal meinen Offbeat anpassen. Ha! Wir sind Erster, weil wir gewonnen haben. 3 Punkte. Da hat man dann auch so eine Karrieremodus quasi. Schauen wir nochmal andere Sachen an. Was gibt's denn sonst noch? Es gibt ja hier Optionen, nicht wahr? Was gibt's denn so für Sprachen? Deutsch, Französisch, Koreanisch, Chinesisch, Portugiesisch, Russisch? Ne, das hier ist Chinesisch. Dann ist das hier Japanisch. Aber da steht nicht Nihongo. Was steht denn da? Man weiß es nicht so genau. Aber das hier ist auf jeden Fall Japanisch, oder? Ich glaube schon. Türkisch, Portugiesisch, Brasilianisch, Espanolisch, Mexikanisch, Italiano, Englisch, Spanisch, Katalan und Deutsch. Also ganz viele Sprachen, egal wo ihr seid in der Welt, ihr könnt hier alles machen. Ich hätte schon gerne 60 FPS. Oh Gott, hoffentlich passt das jetzt noch in der Aufnahme. Hätte ich vielleicht mal früher reingucken sollen. Aber man kann nicht... Warte, man kann nicht den Offbeat einstellen? Das ist ein bisschen lame, muss ich sagen. Weil ein Musikgame müsste eigentlich sowas drin haben. Na gut. Ah ja, es gibt einen Multiplayer, der ist allerdings leider nur Koop, so wie ich das mitbekommen habe. Vielleicht kommt irgendwann nochmal ein Online-Match, weil man kann theoretisch 4 gegen 4 spielen. Das wird sich doch für online anbieten, oder? Ich kann mir vorstellen, dass wenn das Game vielleicht ein bisschen mehr verkauft wird, dass dann vielleicht nochmal ein Online-Modus kommt. Weil an sich ist das Spielprinzip ja ganz geil. Gut, komm, gehen wir nochmal in die Neulingsliga und spielen das zweite Match. Gegen? Weiß man noch nicht. Und anscheinend kann man auch 3 Power-Ups pro Maskottchen einsetzen. Ist ja ganz nett. Also so kann man dann noch ein bisschen taktisch agieren. Sigma Nerds Club versus Octolestalar. Oh nein, nicht der Octopus. Octopusse sind böse. Dodgeball. Okay, Dodgeball. Starship Dancers. Wir sind die Starship Dancers. Und
Deswegen machen wir dich jetzt fertig, denn ich bin eine Frau und wir haben den Power-Up. Du siehst nichts mehr. Ich sehe auch nichts mehr. Aber dieses Lied ist ganz schön geil. Ich mag's. Diese Lieder sind auch selber komponiert. Es sind also keine Lieder, die jeder kennt, aber sie sind ganz schön catchy. Okay, what the fuck? Dieser Donut ist ja richtig assig. Da sieht man dann nicht, wenn die Kreise auf einen zugehen. Also ihr habt das Spiel schon, im Prinzip schon verstanden, ne? Also diese Kreise unter einem, die werden kleiner und wenn die dann halt den inneren Kreis berührt haben, dann muss man im richtigen Moment die Taste drücken. Power up! Okay, das hilft, dass die Power up sagen. Und ich hader gerade so ein bisschen, wie wir... Oh, ich hab den mal hinbekommen hier. Ist ja richtig krass. Bap, bap, bap. Ob ich vielleicht einfach mal die Klappe halten soll, damit ihr die Musik hört. Aber ich glaube, ich werde sie sowieso lauter drehen im Nachbearbeitung. Power up! Ich mach dich fertig, denn ich bin sehr dick. Und ich bin auch dabei, denn ich seh cool aus. Wir sind alle lila und das Miau, Miau, Miau. Und dann bist du tot. Du bist voll der Tentakel. Ich will nicht von dir vergewaltigt werden. Nein, das Woll. Miau, Miau. Also. Miau, Miau. Lass uns in Ruhe, wir töten dich. Dieses Lied ist cool, aber ist okay. Was haltet ihr von dieser Musik? Ich frage euch. Miau. Schreibt es. Miau, miau, miau. Doch einfach in die Kommentare, das wäre toll. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr was schreibt. Miaut. Und dann so, ihr könnt das Spiel gerne kaufen, ja. Der Entwickler hat mir das zur Verfügung gestellt. Ich fand's ganz cool, also danke Entwickler. Vielleicht guckst du ja hier rein, ich mag dein Spiel. Ich weiß nicht, ob ich ein ganzes Let's Play draus machen soll, aber ich glaub nicht. Oh, ach, das war so einer. Jetzt wird es hier, oh Gott. Ja, auch schön, schönes Lied. Er hat nur ein Fünferbeat. Ich hab gar nicht darauf geachtet, ob wir gewinnen. Aber es ist auch noch die Neulingsliga, deswegen sollte das passen. I win! 104, perfekt! Nice, aber immer nur ein B hier. Okay, diese Leiste in der Mitte fühlt sich anscheinend umso besser man ist, aber auch, also so wie sich das jetzt anfühlt, geht die Leiste auch mit ins nächste Lied. Ja, sehr schönes Lied. Als nächstes kommt Dance Feratu. Ha, Dance Feratu von Nosferatu. Versteht ihr? Das ist bestimmt eine Vampirin. Die sieht, Alter, dieser Grafikstil ist wirklich mega geil. Okay, ich werde jetzt beim dritten Lied gar nichts sagen und ihr hört einfach nur die Musik, ja? Dann seht ihr halt, wie das Spiel rüberkommt, wenn ihr das spielen würdet. Ist vielleicht jetzt ein bisschen langweilig, deswegen packe ich es jetzt am Ende des Videos, aber ja. Viel Spaß beim dritten Lied. Ist bestimmt auch ganz cool. Sigma Nerds Club versus Dance Feratu. Dodgeball! Power up! Power up!
ohne Witz, diese Animationen sind so geil und das sieht da auch geil und alles ist geil und ich krieg trotzdem nur ein B hin. Ja, und jetzt habe ich es auch gesehen, also die Leiste bleibt über die Level hinweg und wenn man die dann einmal voll hat durch gutes Spielen, dann kriegt man halt neue Sachen. Okay, sehr cool. So gefällt mir das. Gut, dann würde ich aber sagen, was das mit diesem Let's Test? Es ist ein sehr schönes Spiel. Also ich habe nicht gedacht, dass das wirklich so cool ist. Ich kann mir vorstellen, dass es die Lieder dann später, hier einmal schief zum Beispiel, nochmal... Das sollen 18 Lieder sein? Ah, nee. Das sind auch die Power-Ups und sowas. Ich kann mir vorstellen, dass es die Lieder in verschiedenen Schwierigkeitsarten später gibt. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Kann ich euch jetzt aber so nicht sagen. Das hier ist aber anscheinend auch schon alles, was man hier haben kann. Also so umfangreich ist das Spiel nicht, aber es sieht schön aus, es lässt sich gut spielen. Ja, also man ist da so im Beat drin, das macht auf jeden Fall Spaß. Ist jetzt auch nicht so teuer, dass man sich das so gar nicht kaufen könnte. Ich würde mir halt wünschen, dass da noch ein bisschen was dazukommt. Vor allem Online-Modus sollten die noch reinbringen. Ich bin gespannt, wie die anderen Ligen sind. Also ich werde es privat wahrscheinlich noch weiterspielen. Ob ich da jetzt noch weiter irgendwas aufnehme zu, weiß ich nicht. Wahrscheinlich aber eher nicht. Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das findet. Ich würde dem Spiel auf jeden Fall eine gute Note geben. Also eine 2 bestimmt. Ja, dann könnt ihr mir ja einfach mal sagen, wie ihr das Spiel fandet, wie ihr die Lieder fandet und alles Mögliche. Also vom Grafikstil mega Lieder fand ich geil. Vom Spielprinzip auch so weit ganz geil, außer dass dieser Gedrückthalte-Ring, den habe ich, glaube ich, kein einziges Mal perfekt hinbekommen. Der hat immer zu spät gesagt, selbst wenn ich richtig früh losgelassen habe. Weiß nicht genau. Das ist auch ein bisschen blöd, dass man den Offbeat hier nicht anpassen kann, falls man halt irgendwie eine Latenz drin hat zwischen Controller und Bildschirm. Da ist das ja dann bei so einem Beatspiel auf jeden Fall sehr wichtig. Aber ja, das soll es dann für dieses kurze Let's Test gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Let's Test. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.